Hallo Leute, ich bin's wieder, Berg, euer Lieblingstourguide, und ich möchte euch heute die sprechenden Statuen zeigen. Nur heute habe ich ein kleines Problem. Hinter mir findet eine Demo statt. Also, wenn ich gleich in die Kapitolischen Museen gehe und euch den Marforio zeige, das werde ich wahrscheinlich später nachsprechen müssen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Also, kommt mit! Wie ihr wisst, gab es zur antiken Rom jede Menge Statuen von Kaisern, wichtigen Persönlichkeiten und Gottheiten, die die Tempel und öffentlichen Bauwerke verzierten. Nachdem das Christentum 380 zur Staatsreligion wurde, wollte man die Statuen loswerden. Deshalb benutzte man im Mittelalter viele als Baumaterial oder warf sie gegen die Belagerer, um die Stadt zu verteidigen. Außerdem waren sie für die frühen Christen eine Erinnerung an den alten polytheistischen Glauben und wurden bewusst zerstört und begraben. Bei Ausgrabungen in den letzten Jahrhunderten wurden immer wieder Statuen gefunden, die heute in vielen verschiedenen Museen ausgestellt werden. Auch einige unserer sprechenden Statuen stammen aus der Antike und wurden an verschiedenen Orten in der Stadt platziert. Die Tradition dieser Statuen stammt aus der Zeit des päpstlichen Nepotismus, der Inquisition und Ketzerverfolgung. Man platzierte Zettel mit spöttischen Gedichten gegen die Herrscher und ihre Politik und brachte somit die Statuen zum Sprechen. Wenn man besonders mutig war, hat man sich nachts an eine der Statuen geschlichen, um die Zettel anzubringen, ohne dabei erwischt zu werden, damit das Volk am nächsten Morgen die Beiträge lesen kann, bevor die Wachen sie wieder entfernen. Kommen wir jetzt nun zur ersten Statue, die ich euch vorstellen möchte. Der Marforio ist einer der sechs sprechenden Statuen in Rom. Der Name kommt wahrscheinlich vom Martes Forum in den Kaiserforen, wo er im Mittelalter mal gestanden hat. Sie ist knapp 6 Meter lang und soll die Gottheit Oceanus darstellen. 1592 wurde die Statue auf den Kapitolsplatz gestellt und bekam die Rolle der sprechenden Statue, bis sie später im Innenhof des Palazzo Nuovo endete. Heute kann man sie ausschließlich in den Kapitolischen Museen besuchen. Oder man versucht durch das Tor des Palazzo Nuovo mal einen Blick reinzuwerfen. Also liebe Freunde, hinter mir seht ihr die Madama Lucrezia. Das ist eine Statue knapp 3 Meter hoch aus Marmor und wurde in der Nähe von einem Pantheon in einem Isis-Tempel ausgegraben und 1500 von Kardinal Lorenzo Cibo hier einfach in die Ecke platziert. Der heutige Name kommt wahrscheinlich von der Lucrezia d'Alagno, eine Freundin von Papst Paul II. Und die gute Dame soll dann auch hier in einem Haus gewohnt haben, deswegen der Name Madama Lucrezia. Das ist natürlich eine Theorie. Es gibt auch einige andere Geschichten und Sagen zu der Statue, aber das ist meiner Meinung nach so die plausibelste, ne? Also Freunde, wir haben jetzt hier die nächste sprechende Statue. Das ist die Statue von Abate Luigi. Das ist eine antike Statue, die beim Bau von der Palazzo Vidoni ausgegraben und hier natürlich platziert wurde. Der Name Abate Luigi stammt von der Kirche dort hinten. Ihr seht ja links von den Flaggen, da befindet sich eine Kirche. Das ist die Kirche von Ludwig dem Heiligen, König von Frankreich. Von diesem Luigi, von dem Ludwig, stammt dann auch der Name von unserer Statue hier. Ne? Also ihr seht, der hat leider keinen Kopf mehr. Dem wurde abgeschlagen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo sich dieser Kopf befindet. Kann auch sein, dass der geklaut wurde. Und dann haben wir auch hier noch mal kurz eine Inschrift. Und ich versuche euch das mal kurz zu übersetzen.
Ihr müsst euch vorstellen, nachdem diese Inschrift angebracht wurde, hat kurze Zeit später unser Luigi seinen Kopf verloren. Also das war doch nicht so ganz richtig, was er uns erzählt hat. Also, ich würde sagen, wir ziehen jetzt ein bisschen weiter. Okay, Freunde, also hier hinter mir seht ihr den Pasquino. Und der Pasquino ist natürlich der berühmteste der 6 sprechenden Statuen. Wir gucken uns den mal kurz an. Wir befinden uns vielleicht 30 Meter von der Piazza Navona entfernt, wo ursprünglich zur Antike im Stadion des Domitian Spiele durchgeführt wurden. Die aus dem 3. Jahrhundert vor Christus stammende Statue stellt vermutlich einen griechischen Krieger dar, der als Deko mal im Stadion stand. Sie wurde 1501 bei der Umstrukturierung des Palazzo Braschi gefunden. Der damalige Hausbesitzer Kardinal Olivieri Caraffa wollte sie behalten und ließ sie hier in die Ecke seines Palastes platzieren. Kurze Zeit später haben die Römer dann angefangen, ihre sogenannten Pasquinate, also satirische Gedichte, an die Statue anzubringen. Nach der Legende kommt der heutige Name von dem Schneider Maestro Pasquino, der in der Gegend bekannt war für seine spöttische Art. Heute ist es natürlich verboten, Zettel direkt auf die Statue zu kleben. Deswegen gibt es hier an der Seite eine Pinnwand, auf der die Römer noch traditionell ihre Unzufriedenheit mitteilen können. Yo, ich lasse jetzt den spanischen Platz hinter mir und laufe Richtung Babuino-Brunnen. Also der Babuino ist eine weitere sprechende Statue und ich würde sagen, kommt mit. Seht ihr jetzt den liegenden oder auch den betrunkenen Silenus aus der griechischen Mythologie. Die Römer nennen die Statue auch gerne Babuino, also was so viel bedeutet wie Pavian, weil er halt so behaart und vielleicht auch so ein bisschen hässlich aussieht. Also Freunde, wir haben jetzt hier die jüngste sprechende Statue, stammt aus dem Jahre 1580 und stellt einen sogenannten Aquaroli dar. Also Aquaroli, das waren Wasserverkäufer gewesen, bevor die Päpste im 15. Jahrhundert die Wasserleitung wiederhergestellt hatten. Und das, wie gesagt, das waren Wasserverkäufer, die dann von Tür zu Tür gelaufen sind und Wasser verkauft haben. Also wie ihr sehen könnt, sind die Gesichtszüge stark beschädigt, weil nach einem Volksglauben die Römer dachten, dass die Statue den Martin Luther darstellt. So eine gewisse Ähnlichkeit, jetzt nicht von den Gesichtszügen her, aber man sieht natürlich den Barett und auch von der Kleidung her hat man das wahrscheinlich geglaubt. Die Straßenkinder sollen dann die Statue immer wieder mit Steinen beworfen haben. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann nächste Woche, wie gewohnt, am Mittwoch um 18 Uhr. Und wie ihr schwer erkennen könnt, bin ich jetzt hier am Kolosseum. Und wir hoffen, dass ihr bald nach Rom kommt und live an unseren Führungen teilnehmen könnt. Ne? Also, wir erwarten euch zahlreich. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, liken, kommentieren, die Videos zu teilen. Und bis bald. Ciao.